So, da bin ich. Ich will heute gucken, was das letzte Level noch sein wird. Ach, bin ich jetzt müde. Wenn ich noch an den letzten Bosskampf denke. Oh, der tat weh. Aber ich hoffe mal, der wird nicht zu doll wehtun. Und ich hoffe, das, was wir jetzt noch sehen, wird jetzt nie so doll sein. Wir werden im letzten Level, denke ich mal, sein. Das ist Rom. Und danach werden wir wohl fertig mit dem Spiel schon sein. Und haben hoffentlich dann uns den Chef dann befreit. Bevor wir das aber machen, obwohl das kann ich ja machen, möchte ich mir noch die Kombos ansehen. Genau, jetzt kommt Rom. Jetzt macht die Karte auch mehr Sinn, wenn man das jetzt so mal sieht, dass das doch ein gewisser Teil von Europa ist und vom Mittelmeer. So, also die Kombos. Und zwar, wir hatten XX, Viereck, 3. Also zweimal XX, Viereck, 3. Ach so, das war, wo er sich einen geschnappt hat und dann immer um sich geschlagen hat und die anderen betäubt hat. Das hier war der einfache, ich nehme mir den in die Luft und schmeiße ihn runter, Dampfer, kann man sagen. Und hier haben wir den Tornado, der war das, genau. Und das ist der Tornado-Fusion-Kombo, wo ich danach noch mal diesen Knopf drücken muss, okay. Und das ist der Maulwurf-Kombo, die Maulwurf-Kombo. Ja, genau. XX entgegengesetzt dem Uhrzeigersinn und zweimal Viereck. Und dann weiter drücken mit Viereck, damit er viel, viel, viel von den kleinen Dingern macht. Bei den Bosskämpfen ist es gar nicht nötig oder möglich, das zu machen, weil man ja eigentlich immer nur an dieses Gerät muss irgendwie. Okay, dann zurück zur Karte und auf nach Rom. Und wir gucken mal, wie das hier sein wird. Willkommen in Rom. Ein großer Teil der Armee Caesars ist hier stationiert, seit Majestix in der Stadt eingesperrt ist. Es wird nicht einfach sein, ihn zu befreien. Ach, einfach drauf. Einfach drauf auf die Leute. Hier ist nur Nahrung drin, kann das sein? Tausend! Ich muss 1000 Leute! Okay. Und das fängt ja super an, wenn ich hier 1000 machen muss. So, dann wollen wir mal los. Ich hab mir selber so fair. 5000 haben wir geschafft. So, erste Mal hier ein paar einsammeln, ne? Boah, sind hier viele, 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 viele. Ei! Danke. Sehr schön, Idefix. Hast du super gemacht. Wo sind sie denn? Ah, hier kommt noch welche. Ja, hier haben wir den Maulwurf gehabt.
1000 Leute hängen sich um uns. Viele Helme. Warum in den Kisten keine Helme mehr sind. Nur noch sowas. Ja, man kommt hier nie hoch. Okay. Hürdenspringen. Dieses Gel ist aktiviert. Ach so, okay. Das kann ich gerne sein. Und erstmal ein neues Schild kriegen hier. Nein! Nein! Nein, nein. Wir gehen noch nicht zu Caesar. Das wäre... Ah, ich sehe gerade da oben. Ich merke aber, ich habe heute doch
Ansonsten, ich habe eigentlich gestern schon und vorgestern sehr viel gearbeitet und heute bin ich auch nicht nach. Also bin ich zwar gut nach Hause gekommen, aber es ist doch anstrengend für mich. Aha. Wir sind also nochmal. Hi. Das hat sich ja ein kleines bisschen gelohnt. Oh mein Gott, nochmal 50. Ich würde gerne auf 999.099 kommen. Hier ist nichts mehr, okay. Wow. Hier kommt nichts mehr. Ist das jetzt immer auf ein oder was? Hier kommt nichts mehr. Und der letzte? Ach, da kommt wirklich noch einer. Wir lassen uns Zeit. Ich habe gerade viel gekämpft. Einmal mache ich es noch. Also einmal will ich noch auf das Teil drauf gehen. Ja. Dankeschön. So. Kriege ich von dir noch irgendwas? Guten Tag. Mal sehen, was ich auf Lager habe. Du hast nur noch das hier und das hier. Du kannst hier jederzeit wieder vorbeikommen. Ich habe vorhin ein Schild gesehen. Mal. Dann würde ich jetzt das schöne Tier kaufen. Und zwar da hinten war ein Schild. Genau. Da ich jetzt nicht weiß, ob ich noch ein Schild kriege, werde ich mir jetzt das letzte hier holen. 250 Helme gebe ich hier natürlich gerne aus. Guten. Ja, guten Tag. Du hast bereit, du kannst jederzeit wieder vorbeikommen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Dann geht's hier weiter. Also es sieht wirklich nach Boss-Level aus, darum sind das nochmal 1000 hier gewesen. Boah, letztlich nicht. Nochmal 199, ja? Boah, du mit auch. So, jetzt reicht es. Ist hier noch irgendjemand? Irgendjemand? Ja.
Das brauche ich dann also, okay. Komm hier noch welche. Aha, das sind ein grünes, das ist wohl das grüne Teil, was ich gerade gehabt habe. Okay, in dem Level gibt es also noch andere verschiedene Dinge. So, da haben wir ja Zähne. Und hier zwei grüne. Genau. Also schön gucken, schön umsehen. Ach, verdammt. Wenn ich wüsste, dass hier Essen drin ist, hätte ich die jetzt nie aufgemacht. So. Die nächsten, ja? Na gut. Auf in die Schlacht! Auf in die Schlacht! 200 sind das jetzt, ne? Also 300, das ist das. Ja, kommt her, kommt her, kommt her! Alle her! Hier! Hier bin ich! Hier! Kommt her! Ich hab euch! Ah, ich verstehe, wo ich da hin muss. Da ist der rote Knopf. Also, hier ist eigentlich der Tornado immer nur am besten, denke ich gerade. Selbst die Hinkelsteine würden mir nicht das richtig machen. Boah, diese Wettrenner, ne? Dann bleibt hier. Wollen ja nicht mal kämpfen gegen die Partei. Einer noch. Los, beiß ihn. Sehr gut gemacht. Du bist der Beste von allen. So, ein grüner. Dich drücke ich noch nicht. Dankeschön. Dankeschön. Wieso haben wir jetzt so eine Musik? Aha. Kann ich hier irgendwas
ich eigentlich zurück wieder? Nee, kann ich nicht. Nee, ich kann gar nicht zurück, merke ich gerade. Das ist ja gemein. Die Hätchen dann... Ah, ist egal. Ich merke gerade, ich krieg hier gar nicht alles. Boah, boah. Muss ich da auch einsammeln, die Teile. Mein Gott. Das hier gerade. Okay, also nur dreimal Kopfschlagen. Hallo. Ganz cool. Ja, okay. Oh, warum denn nee? Muss noch mal warten. Ich muss es beobachten.
Oh, hey. Kommt noch einer? Nee. Beim Zurückgehen sind die... Na! Oh. Das ist meine eigene Schuld, wenn ich hier sterbe. Geht zu nah, zu schnell ran noch. Weg. Kann Obelix nicht irgendwas tun hier? Ich muss da jetzt nie rangehen. Das war nicht gut. Dafür war das also da, ja? Wenn ich das gewusst hätte, das ist für einen Zaubertrank da gewesen. Oh, 1400 sollen hier sein. Oh. Boah, das kann jetzt schwer werden. Wo sind denn hier alle? Das wird anstrengend. Das wird anstrengend.
Das ist sehr anstrengend hier gerade. Und Gott, sind so viele. Ihr seid so viele. Zeug haben. Ja, danke. Oh Gott, die Löwen tun mir ein bisschen leid. Hier sind die Tore jetzt offen. Okay.
wenn die Tore offen sind, heißt es, wir sind irgendwie vorangekommen. Und sicherheitshalber, auch wenn hier alles jetzt... Ich brauche unbedingt... Mir fehlt ein rotes Licht, okay. Ich denke mal, das wird irgendwo da hinten noch sein. Boah. 1500. 1500, das war so viel. Guten Tag. Mal sehen, was ich auf Lager habe. Ja, ich will noch mehr Schilde. Du kannst jederzeit wieder vor... Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Also erst waren das hier 1000 Leute. Dann sind hier 1500 und hier auch nochmal 500 und. Danke. Nein. Hi. Gehen wir an euch vorbei, ja. Schön, dass ihr... Finde ich in Ordnung, dass ihr neu spawnt dort. Ihr wart anstrengend, vor allem mit den Löwen und den größeren Legionären. Aber ich sehe jetzt nie das rote Licht. Ja, vielleicht kommt es nicht. So kommt ihr mir nicht davon. Das war noch nicht mein letztes Wort. Ich marschiere so schnell ich kann, hoch erhobenen Hauptes. Asterix, Obelix, ich wusste, dass ihr noch am Leben seid. Dieser Cäsar ist ein elender Lügner. Er hat es fast geschafft, mich davon zu überzeugen, dass seine Elitetruppen euch eliminiert haben. Uns eliminiert? Wie denn das? Habt ihr all unsere Freunde befreien können? Ja, es waren nur noch du und deine beiden Träger übrig. Na, dann holt diesen Cäsar ein und bringt mir meinen Schild und die zwei Träger zurück. Sonst rühre ich mich nicht vom Fleck beim Teutates. Ja, du würdest dich so oder so nicht zurück. Ach. Da ist er! Bevor ich also dem Cäsar hinterhergehe und die... Ich bin hier also noch nicht fertig. Das ist ein bisschen schade. Ich habe gedacht, ein bisschen bin ich jetzt fertig, aber nein. Ich muss die Träger ja noch holen. An die Träger hat ja keiner gedacht, ne? Okay, wir haben alle Lichter geschafft. Oh, wo sind denn die jetzt hin? Sehr gut, sehr gut. Hier ist keiner. Also kann ich mir ganz schnell... Oh, wenn ich das mit dem Zaubertrank vorhin gewusst hätte, dass man da den Zaubertrank abholen kann. So, ich denke mal, hier wird man nur noch einen Lorbeer bekommen. Oh, nicht dagegen laufen. Aber das war jetzt schon sehr schwer als Level, finde ich. Oh! Ernsthaft? Ihr seid nur gespawnt. Hallo? Danke. Hier wird also noch mal ein bisschen herumgesammelt, ja? Gehe ich jetzt mal davon aus. Ich
99 werde ich wohl 99.999 werde ich wohl nicht schaffen. Das glaube ich nicht. Aber man kriegt hier wirklich sehr viele Helme. Das kann man dazu tatsächlich sagen. Sagen, schlägt hier hinterher, hinten dran irgendjemand? Lava. Lava ist nie gut. Wir gehen mal hier. Einfach mal weg hier. Einfach mal weg hier machen alle. So, danke schön. Danke, 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 danke. Danke. Frag mich, warum man das Level jetzt so aufgebaut hat. Man macht zwar ab und zu jetzt noch Kämpfe rein, aber eigentlich... Oh, das heißt, wir kriegen bestimmt noch einen Bosskampf, richtig, noch so einen großen. Obwohl ich ja schon finde, die 1500 empfand ich schon als großen Bosskampf. Das hätte jetzt nie sein müssen. Habt ihr was? Gehen wir mal hoch. Ah! Passiert noch was, wenn die kaputt geht? Nein, gar nicht. Aha. Auf jeden Fall kann ich hier noch einmal speichern. Hätte jetzt nie mit dem Speicherpunkt gerechnet, aber schön. Sehr schön.
Da geht's weiter. Wo er steht. Aber ich würde jetzt gerne wissen, wie komme ich denn da lang? Oder komme ich vielleicht nachher von dort nach dort irgendwie? Eigentlich nicht, das ist eine Sackgasse. Hier komme ich ja nicht durch. Aber ich komme ja ohne. Genau, so komme ich nie hin und so komme ich nie weiter. Eindeutig nicht. Komm also nicht darüber. Vielleicht komme ich so zurück irgendwann mal. Hier trennen sich unsere Wege. Du bist jetzt am Ende des Abenteuers angelangt. Nun musst du Cäsar und seinen Kriegsmaschinen gegenübertreten. Oh, sei tapfer. Du darfst jetzt nicht scheitern. Auf jeden Fall. Schön, dass er hier herumwirbelt. Okay. Eigentlich über. Was ist das hier? Ich weiß gerade nicht, was das hier soll. Okay. Kann ich da? Okay, was soll er jetzt? Okay, ihr seid gut. Boah, ist das toll. Ich denke mal. Yeah.
Na, obwohl bei dem Glück. Obwohl die bei dem Glück hat man was bekommen. Los. Ah, zu spät losgelassen. Dann trotzdem was abgekriegt. Was davon? Wohin? Oh, es muss nur zweimal gemacht werden. Ist nur zweimal? Oh, ist das nett. Aber ich kann mir nicht vorstellen. Obwohl, das ist einer von zwei Gegner. Und jetzt ist ja nur noch ein Gegner. Das wäre cool. Ja, danke. Ah, das war nicht gut. Diese Stelle ist aktiviert. Ich hab's geschafft. Es geht doch. Hi, ihr beiden. Na? Raus hier. Ihr habt gewonnen, Gallier. Weder meine Legionen noch meine Kriegswaffen haben euch aufhalten können. Ihr seid den Fallen meiner besten Centurios entkommen. Ihr seid mächtiger als Rom. Ihr seid unbesiegbar. Ich habe einen lauten Knall gehört. Und jetzt, wo alle wieder frei sind, können wir nach Hause zurückkehren, zum Dorf. Ja, kehren wir zurück. Aber vorher, für Asterix, hip hip, hurra! Für Obelix, hip hip, hurra! Und für Idefix. Hip, hip, hip. ich hab dieses Level geschafft. Die Spinnen, die Römer. Silbertrophäe bekommen. Es leben die Gallier! Es lebe unser Chef Majestix! Die Römer sind potthässlich! Die sind ja spindeldärm! Bringt uns was zu trinken! Ich habe gehört, dass die Römerinnen nichts vom Kochen verstehen. Das sind echte Leichtgewichte, diese Römer! Als ich gesehen habe, wie sie abgehoben haben, habe ich mir sofort gedacht, das dauert ewig, bis sie wieder runterkommen. Wie hast du überhaupt was sehen können? Du schläfst doch die ganze Zeit. Mach dich nicht über mich lustig. Ich renn liebsten nicht weg, wenn ich einen Römer sehe. Ich hau ihm die Hocke voll. Los, Asterix. Erzähl uns nochmal, wie Cäsar kapituliert hat. Also gut. Aber das ist jetzt wirklich das letzte Mal. Obelix und ich hatten uns gerade mit ein paar Römern aufgewärmt, als Cäsar... Und ein gesunder Spaziergang als nochmal Trophäe. Ich denke mal, das ist, wenn man in Einfachmodus dieses Spiel schafft.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, wow. So eine Art Spiel habe ich noch nie gespielt. Boah, hier hat man ja nur rumgedroschen und rumgeklickt und rumgeklickt. Wenn ich in Zukunft wieder so ein Spiel spiele, das wird dann hart werden. Aber es war auch schön. Es war sehr schön. Man musste viel sammeln, man musste viel machen. Es ist schon sehr, sehr gut gewesen. Aber selbst hier habe ich den dritten Lorbeerkranz nicht gefunden. Das war aber auch schwer, fand ich, das Spiel. Das war jetzt echt schwer. Boah, und am Ende diese 1500 Gegner zu besiegen. Sonst stand da höchstens 500 Gegner oder so. Und dann auf einmal diese 1500. Aber man muss auch sagen, dieses Level war wirklich sehr klein. Im Gegenzug zu den anderen. Die anderen haben ja immer so 3 Stunden, 2,5 Stunden gebraucht. Und dieses Level hier, da bin ich in weniger als einer Stunde fertig gewesen. Aber eben nur gekämpft. Und gegen Caesar. Was ich ein bisschen schade finde an dem Spiel ist, die Originalstimmen aus den Trickfilmen sind leider das nicht hier. Das finde ich ein bisschen schade, aber ich kann es auch verstehen. Ich weiß jetzt zwar nicht, wer die Sprecher damals waren, aber diese Leute sind ja uralt schon, denke ich mal. Und wer weiß, ob sie überhaupt noch leben. Darum wird man wohl die in den Spielen nicht mehr nehmen können. Aber schade finde ich es trotzdem. Ich hätte es gerne gehört, die Stimmen lieber zu hören. Aber das war herrlich. Es war in Ordnung. Was ich aber nicht machen werde für das Spiel, und das weiß ich jetzt schon, ich werde das Spiel nicht mit den Trophäen beenden. Für mich ist das Spiel beendet. Man könnte, wenn man will, jetzt nämlich noch die Trophäen in schwer und in sehr schwer und in episch machen. Und ganz ehrlich, das will ich einfach nicht. Ich bin froh, dass ich das Spiel geschafft habe, dass es zu Ende ist. Und ich bin gespannt, was mein nächstes Spiel sein wird. Aber ich merke auch, ich muss ein bisschen weniger rummäkeln oder meckern. Ich weiß gar nicht mal, wie das jetzt eigentlich genau heißt, aber was ich da tue. Aber ich tue schon immer mal wieder, oh Gott und oh mein Gott, warum so viel? Und dann mich so halb aufregen und dann so echauffieren und dann, boah, und puh machen. Aber es gehört doch zum Spiel. Danke fürs Spielen. Bitteschön. Bitte. Wenn ich den zweiten und dritten Teil dann eines Tages mal spiele. So. Das heißt wirklich, ich bin fertig. Was kommt jetzt bei Fortsetzen? Was passiert da, wenn ich das jetzt anklicke? Okay, wenn ich das anklicke, bin ich wieder in Gallien. Hier gehe ich in die Normandie. Gallien. Ja. Also, das wäre die Normandie, wo mir hier noch 4 Lorbeerkränze fehlen. Hier wären wir in Griechenland, wo mir noch 2 fehlen, überraschenderweise. Ich fand das hier auch mit am leichtesten Griechenland. Und angenehm. Es war viel mehr Gerätsel in der Normandie. Helvetien fand ich jetzt nicht so unbedingt schön. Aber hier habe ich auch meine 4 Lorbeergrenze, bräuchte ich noch. Dann kam Ägypten dran. Ein sehr lang gezogenes Level, finde ich. Und trotzdem nur 8 Lorbeerkränze, wo ich trotzdem auch nur 2 nicht gefunden habe. Aber wie schon gesagt, ich werde sie nicht suchen und sammeln. Das habe ich nicht vor. Ja, man sieht, wie lang Ägypten ist. Also es war wirklich... Und der Bosskampf in Ägypten war furchtbar. Das hat mir überhaupt nie gefallen. Bis wir jetzt in Rom waren.
das war Rom. Und dann hatten wir noch Caesar. Bis hierhin. Also ich finde schon, wow. Das war schon sehr, sehr viel. Es hat aber trotzdem Spaß gemacht, muss ich sagen. So, nichtsdestotrotz beende ich aber den Stream. Ich wollte ja nur noch zu Ende spielen. Ja, ich möchte es beenden. Und ich werde nicht noch einmal das Spiel spielen. Das auf jeden Fall nicht. Ich werde auch nicht die Trophäen mir sammeln. Es war schön, so ein Spiel mal interessanterweise getroffen zu haben. Aber für mich war es das. Viel Spaß wünsche ich allen und habt noch eine angenehme Woche. Ciao!